So, herzlich willkommen. Der Andreas van Rien ist bei mir. Und wir wollen über Rapid Boards sprechen. Und da ich das ganz gerne sozusagen aufzeichnen wollte, habe mich gerade gefragt, ich bin so ein Workshop und in dem Zusammenhang wollten wir uns Gedanken darüber machen, was für den Kunden für Rapid Boards interessant ist und wie man ihm erklärt, was da passiert. Wir machen das live, ja? Also Andreas kann mir einfach nur Fragen stellen und ich fange einfach mal an, wir hatten ja schon ein bisschen besprochen, zu zeigen, wie ich Rapid Boards jetzt präsentieren würde. Und du kannst ja währenddessen einfach mal Fragen stellen. So, also was wir erstmal bräuchten, sind natürlich ein paar Aufgaben für unser Rapid Board. Ich habe mir jetzt schon eine Beispielaufgabe angelegt, der gebe ich jetzt einfach mal einen Tag, Rapid Board. So. Das Tag werde ich später benutzen, um eine übergreifende Sortierung durchzuführen. Das Tolle an den Rapid Boards ist nämlich, dass man die über mehrere Projekte hinweg steuern kann. Bisher war das ja in Greenhopper so, dass, also erstmal Rapid Boards sind ein Bestandteil von Greenhopper und der Nachteil war, dass man immer nur ein Projekt haben konnte. Das heißt, du konntest immer nur sagen, alles klar, ich habe hier mein Projekt Zielvereinbarung oder ich habe hier mein Projekt Marketing oder ich habe hier mein Projekt XY. Und alle Issues aus dem Projekt habe ich jetzt in einem Board und die kann ich hinterher schieben. Und in Rapid Boards gibt es halt als erstes war das am meisten gewünschte Feature für Greenhopper Multi-Project Support. Ja, also das kann man am einfachsten lösen, indem man hier Stichworte vergibt. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach mal ein Stichwort Beispielaufgaben und hier mache ich jetzt mal eine Unteraufgabe dazu und die nenne ich, keine Ahnung, roten Teppich ausrollen. Und dann habe ich eine. Gehen wir auf die Überaufgabe. Da kann man nämlich leicht dann neue anlegen. So, nächste Unteraufgabe. Ja, was haben wir noch? Keine Ahnung. Empfangskomitee stellen. Das wären jetzt aber Aufgaben, die ich eigentlich auch ganz normal mit so einem Planning Board abbilden könnte, weil in einem Projekt und hätte als einen Mehrwert als ein Abgrenzungskriterium schon mal über Projekte hinweg Genau. Also verschiedene du Aufgaben. kannst über das Planning Board die Sachen erstellen. Ich brauche jetzt einfach nur ein paar Aufgaben, um jetzt keine echten Aufgaben zu nehmen, um die darzustellen. Die können jetzt auch in unterschiedlichen Projekten sein. Und dafür gehe ich hier nochmal in die einzelnen Aufgaben rein und gebe denen halt jeweils nochmal das Tag mit dem Rapid Board, damit ich die jetzt gleich. Also es sind ganz normale Jira-Funktionalitäten, die jetzt mit dem Rapid Board erstmal gar nichts zu tun haben, die ich aber brauche, weil ich nämlich später einen Filter haben möchte, über den hinweg ich die ganzen Sachen dann darstelle. Bevor wir uns total in so ein paar kleinere Details stürzen, wie würdest du mit zwei, drei Sätzen so den Mehrwert von so einem Rapid Board? Warum brauche ich ein Rapid Board? Also ein Rapid Board brauchst du, weil du bisher die ganze Zeit mit einem Papierboard gearbeitet hast. Oder vielleicht hast du noch gar nicht gearbeitet, hast jetzt festgestellt, bei irgendjemandem, der ein Papierboard hat, dass es total gut funktioniert, dass du, wenn du diese ganzen Aufgaben sehen kannst, ja, also den Ablauf, du weißt, das ist in Vorbereitung, das ist mein Backlog, das sind die Sachen, die wir machen wollen, das ist das, was gerade in Bearbeitung ist, das, was freigegeben werden muss von mir, was ich testen muss und das ist das, was wir abgeschlossen haben. Und dann kannst du diese Karten von rechts nach links schieben. Das gab es auch vorher in Greenhopper schon, jetzt gibt es es halt für mehrere Projekte und viel, viel einfacher. Und die Vorbereitung, die man machen möchte, deshalb zeige ich das auch, ist vielleicht ein bisschen detailliert, aber der große Vorteil ist, dass ich sehr, sehr schnell an der Stelle bin. Ja, ich habe jetzt einfach mal Vorgänge angelegt. Die meisten werden in Jira diese Vorgänge schon haben. Jetzt brauche ich halt noch einen Vorgangsfilter, wo ich sagen kann, okay, ich suche jetzt einfach mal nach den Vorgängen und dann sage ich bei meinen. Zum Beispiel jetzt nach dem gesetzten Schlagwort. Genau, jetzt suche ich nach dem Schlagwort, da Stichwörter, Rapid Boards. Rapid Board habe ich, glaube ich, gesagt. Ne? Suchen wir einfach mal. Jetzt nicht gleich. Genau, hier ist meine. Toll, genauso will ich es haben. Den will ich jetzt gerne speichern. Ne, Moment. Falsch. Da kann ich es als Filter speichern. So, Rapid Board Aufgaben. Also das haben die meisten Leute in Jira eh schon, ja, an der Stelle. Ja, also haben wir jetzt irgendwie einen Filter, so wie ich zum Beispiel jetzt hier einen Filter habe für
alle Aufgaben, die ich in meiner Zielvereinbarung machen muss. Also das ist jetzt nichts Neues. Jetzt kommt aber das Neue. Wenn ich hier in die aktuelle GreenHopper-Version habe, dann habe ich hier die Möglichkeit, Manage Rapid Views zu starten. Und jetzt mache ich mir halt hier einen neuen Rapid View. Da oben, New Rapid View. Klicke ich drauf und sage dann meine Testaufgaben. Jetzt kann ich hier nämlich einen Filter auswählen. Da, Rapid Board Aufgaben, da sind sie. Hier sehe ich jetzt alle Filter von auch anderen Mitarbeitern, die mir freigegeben worden sind, die ich auswählen kann. Ich kann das jetzt auch nochmal bearbeiten mit anderen Teilen und so weiter. Erstell den jetzt mal. So, hier kann ich jetzt sagen, okay, momentan kann ich kein Ranking machen. Das ist eine sehr wichtige Funktion, deshalb wollen wir auf jeden Fall Global Rank hinzufügen. Das muss ich jetzt zu den Issues dazu fügen. Also Global Rank ist eine Möglichkeit, um alle Issues miteinander in Priorisierung zu bringen, weil ich ja mehrere Projekte möglicherweise habe. Um zu bestimmen, was wo angezeigt wird. Genau, also ist auf dem Board ist es in Kanban ja so, dass du einfach sagst, das ist mir wichtiger, deshalb schiebe ich das nach oben. Mhm. Und das ging halt bisher nicht, das geht in Rapid Boards jetzt. Mhm. Jetzt definieren wir mal hier Columns. Hier sagen wir, also hier ist jetzt schon fertig von dem Workflow vordefiniert, Aufgaben wird ausgeführt und fertig. Hier unten gibt es jetzt noch weitere Statuses, die ich hinzufügen kann. Ich sage jetzt einfach mal hier in Vorbereitung. Oder beispielsweise Warteschleife oder alles, was man sonst vielleicht genau, ja, im Board hätte. Genau, wegen mir. Also können wir auch machen. Das kommt jetzt hier mal. So, also wegen mir Warteschleife. Dann haben wir wird ausgeführt. Den hier will ich nicht haben. Und fertig. Testen tun wir nicht, sind alles gute Mitarbeiter. Ja. Also abgebrochen wäre fertig, beschätzt wäre Warteschleife, aktiv ist auch Warteschleife, delegiert ist auch Warteschleife, erfasst ist Warteschleife. Das sind die ganzen Status von den, Vorgängen, die ich da in meinem Filter quasi, habe. Was wie gesetzt ist, taucht denn vereinfacht genau. In den drei Spalten auf. Okay. Ja. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel zugewiesen. Ah, nee, eigentlich zugewiesen ist auch noch Warteschleife. Ja, vielleicht ist zugewiesen. Nee, wir sagen nur in Bearbeitung ist hier. Ja, inaktiv ist auch Warteschleife. Oder vielleicht ist inaktiv auch fertig. Zur Kundenabnahme bereit ist jetzt auch fertig. Zur Kenntnis genommen, könnten wir sagen, es wird ausgeführt. Warten zurückgestellt ist Warteschleife. Testphase. Ich muss auch nicht alles zuordnen. Ja? Also dann tauchen die halt einfach nicht auf. Was natürlich jetzt vielleicht nicht so richtig... Ich denke mal, für jetzt so Demo-Zwecke ist das... Also jetzt kann ich hier Column Constraint, sehr interessant, Minimum und Maximum angeben. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und sagen, okay, also bei ich will hier mindestens mal zwei Sachen drin haben, aber nie mehr als 10. Also Work-in-Progress-Limits, sowohl nach unten als auch nach oben. Und bei fertig haben wir, und Warteschleife ist mir jetzt egal. Ja. Jetzt kann ich noch sogenannte Swimlanes anlegen. Wo ich jetzt zum Beispiel Expedite, das ist okay, alles was den Priority Blocker hat, hat eine eigene Swimlane. Ja, also wird sozusagen von den anderen nochmal in einer eigenen Reihe separat dargestellt, weil ich das nämlich schneller durch mein Board durchschleifen möchte. Das ist also auch eine ganz häufige Kanban-Funktionalität, die hier angeführt wird. Letztendlich ist das auch, die Rapid Boards sind momentan für Kanban-Teams geschaffen. Ja, also insbesondere wenn ich Kanban machen möchte, sind Rapid Boards cool. Die arbeiten gerade daran, um Rapid Boards auch noch besser für Scrum-Teams darzustellen. Aber insbesondere hauptsächlich Kanban-Teams. Wobei vermutlich, wenn man das jetzt dem Kunden zeigt, innerhalb von 2-3 Monaten wird das Scrum auch da sein. Man braucht sich da, glaube ich, jetzt bei den Rapid Boards nicht so allein auf Kanban darzustellen, zu beschränken. Man kann hier Quick-Filters hinterlegen, um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, dass seine Mitarbeiter sagen, zeig mir nur meine an, zeig mir nur die mit einer hohen Priorität an, nur die für den Kunden X oder sowas. Und dann kannst du direkt in der Rapid Board auf einen Filter klicken. Hier ist jetzt schon Only My Issues und Recently Updated. Das zeige ich dir gleich, was das ist. So, jetzt kann ich eigentlich hingehen und sagen, Use Rapid View und dann bin ich schon am Start. Ja, jetzt habe ich hier meine, meine Beispielaufgaben drin. Und jetzt ist natürlich das Problem, ich habe jetzt hier nicht genug in Ausführung. Ja? Und jetzt, was ich jetzt hier machen kann, ist erstmal kann ich sagen, alles klar, Empfangskomitee ist also wichtiger als roter Teppich, schiebe ich ihn nach oben. Das ist diese Sache mit dem Global Rank.
Ja. Und vor allen Dingen nette Drag-Drop-Funktionalität. Das ist halt sehr, sehr cool, wenn, wenn du hier tausende von Issues hast, dann kannst du mit diesen hier Only My Issues, das ist jetzt leer, weil keiner von mir recently updated, da, die kann man auch miteinander verbinden. Da sehe ich dann, okay, die habe ich gerade erst angelegt, deshalb sind die alle da. Und also hier kannst du dann halt einfach so Filter hinterlegen, aktivieren, deaktivieren, um dein Rapid Board kleiner oder größer zu machen. Und dann gehen wir jetzt mal hin und sagen, okay, also roten Teppich ausrollen, da starten wir jetzt mal mit. Jetzt komme ich hier genau in den Workflow rein. Ja? Also genau das, was der Jira Workflow ist, kann ich sagen, okay, das mache ich. Dann kriegt das gleich noch so ein Avatar. Hier, das kommt so ein kleiner Martin Seibert dazu. Und Essen bestellen habe ich schon gemacht. Hier jetzt auch, hier sehe ich, hier sind mehrere Elemente. Vielleicht machen wir gerade mal Vollbild. Also da kann ich jetzt direkt auswählen, also Essen bestellen, das breche ich dann doch ab, das brauche ich nämlich gar nicht. Also Vorgang abbrechen wäre hier, Vorgang fertigstellen. Also jetzt fertiggestellt, sage ich, erledigt, alle selbst. Yes. So, drücke ich auf hier Bearbeitung fertigstellen und kann jetzt halt hier genauso auch wieder, sobald ich jetzt hier meine zweite Aufgabe reinschiebe. Andreas, und nur ganz kurz. Dann kann ich jetzt hier hingehen und die Sachen halt in der auch wieder Priorität verändern und so weiter. Ja, das sind eigentlich schon Rapid Boards. Ja. Jetzt kann ich hier noch, was halt sehr cool ist, es gibt hier noch so ein Planning-Feature, wo ich am Anfang die Priorität von meinem Backlog hinterlegen kann, um einzelne Sprints oder sowas in einem Scrum-Team zu hinterlegen. Und es gibt Reports. Die werden jetzt hier ziemlich doof sein, aber es gibt so einen Control-Chart, wo ich die Cycle-Time, die durchschnittliche Cycle-Time und die aggregierte Cycle-Time hinterlegen kann, wo ich sehe, wie lange dauert das denn für eine Aufgabe, um durch mein ganzes Board zu wandern. Und jetzt ist leider halt noch keine Daten drin, aber das ist echt eine super coole Funktionalität, die andere Kanban-Teams gar nicht haben. Und dann habe ich hier so ein Cumulative Flow Diagram. Das ist ja auch jetzt ein bisschen unsinnig, weil ich halt jetzt bisher noch nicht allzu viel Daten habe. Aber ich sehe, in welchen Bereichen meiner Spalten bewegen sich denn meine Sachen. Und also wie bewegt sich das jetzt über die Zeit hinweg? Und gerade diese Auswertungen sind meines Erachtens für die Manager auch ein großer Vorteil für diese Rapid Boards. Also letztlich, was beim Scrum meine Burndown-Charts sind. Genau, Um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Genau, im Scrum hast du Burndown-Charts, hier hast du Cumulative Flow-Charts und diese, wie heißt das andere Ding, nachgucken, dieser Control-Chart, genau. Und das könnte man sicherlich auch manuell entwickeln. Ja? Also du könntest jetzt sagen, okay, ich schreibe immer, wenn ich was auf mein Papierboard hänge, schreibe ich das Datum drauf, wenn ich es abhänge, schreibe ich es wieder drauf und dann rechne ich das aus. Und dann bilde ich immer die Durchschnitte. Aber das ist halt total viel Aufwand. Und das macht halt in der Realität keiner. Die Leute finden es ja gar nicht so toll, dass so ein Kanban-Board so einfach ist. Und hier ist es halt ganz nett, dass es halt ein Abfallprodukt ist, diese Daten. Und in zwei Sätzen zusammengefasst, ein Rapid-Board ist deshalb cool, weil es fast so viel kann wie ein Papier-Kanban-Board und weil es die Möglichkeit hat, digital über ein verteiltes Team in Jira die Sachen abzubilden. Ich habe hier mal eine Übersicht gemacht, die kann man gerne in unserem Kunden auch zeigen, indem ich Jira, Greenhopper, Rapidboards, Jira Wallboard und Paper-Based Taskboards miteinander verglichen habe. Wir brauchen jetzt nicht im Einzelnen durchzugehen, aber wo man jetzt hier schon mal sieht, wo ein Rapidboard halt vielleicht nicht so gut ist wie Jira, das ist halt nicht so complete, also ich kann jetzt nicht da so viel abbilden, weil das halt auch mit diesen Karten arbeitet. Wobei man auch, darf man nicht unterschätzen, habe ich noch nicht gezeigt, wird auch in diesem Video mit dem Niklas Maldu noch deutlicher. Wenn du jetzt hier auf ein Issue draufklickst, dann zoomt der so aus und dann hast du halt hier eine Möglichkeit, den zu bearbeiten und zu aktualisieren. Du kannst auch auf den Issue draufklicken, so einfach nur draufklicken, dann wird er so blau und dann drückst du M, schreibst du meinen Kommentar,
drückst du Steuerung S und dann geht das wieder zu. Also das heißt, man kann auch in dem Board relativ schnell, man kann mit J und K kann man hoch und runter scrollen. Also es gibt hier so Tastaturkürzel, die man normalerweise auch kennt. Und das ist schon ziemlich praktisch. Also eine, auch keine Umgewöhnung, keine große Sache. Genau. Wer Jira, das, was man sonst auch vielleicht als Power-User schon mit Jira genau. sehr gut Wenn man Jira kennt, kann man das machen. Hier würde ich einfach mal drüber schauen. Hier oben steht die URL auch drin. Ansonsten einfach nach Comparison, Jira, Greenhopper, Rapidboards bei Google suchen, dann findet man das. Und ich hatte hier mal ein paar Screenshots gemacht von den Rapidboards, die wir bisher bei Cybert Media so, also was heißt Rapidboards, die Paper-Based Taskboards, die wir haben, habe ich hier mal fotografiert als Vergleich. Und wir fangen jetzt gerade an, mit den ersten Teams das mal auszuprobieren, wie das so ist, mit so einem Rapidboard zu arbeiten. Ja, wer sich für das Thema interessiert, kann gerne auch noch sich unsere YouTube hier hatte ich auch schon, also Rapidboards Cybert müsste eigentlich schon reichen. Dann findet man zum, hier eine Seite, wo wir am 11. Oktober mit dem Nicholas Muldoon, also dem Product Manager für Greenhopper, der für Rapidboards und die Weiterentwicklung verantwortlich ist, bestimmt eine halbe Stunde diskutiert haben. Der Paul Herbert und ich waren das. Haben ihm Fragen gestellt, haben dann nochmal diskutiert, Paper-Based gegen digitale Systeme, wo sind die Vor- und die Nachteile. Sehr interessante weitere Infos meines Erachtens. Und ja, wer sich für das Thema interessiert, kann da noch ein bisschen Anschluss finden. Ja, ansonsten findet man diese Übersichtstabelle auch nochmal unter cybert.biz/rabbitboards. Und das wäre so meine Einführung für den Start. Dankeschön. Alles klar, danke, ciao.